Hallo Borg, Heide, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutze, wie immer am Montag. Draußen regnet und grummelt ein bisschen, das ist gar nicht so schlecht, war ja ziemlich warm heute schon wieder und die Natur braucht das Wasser und ob es davon noch mehr gibt, darf uns der Matze nachher erzählen. Nun erstmal zu den Themen dieser Woche, ein Video haben wir ja schon hochgeladen und das könnt ihr euch schon mal anschauen, aber auch dazu kommen wir nochmal. Jo, Karateforst Update. Der 11. Senat des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg hat ja das Ausbringen von Karate Forst gestoppt. Das Forstamt hat wohl nun auch entschieden, dass das Ausbringen des Giftes komplett eingestellt wird und auch nicht weiter verfolgt wird. Damit dürfte nun endlich Ruhe einkehren. Hat ein bisschen gedauert, hat für viel Aufregung gesorgt. Ob es Sinn macht oder nicht, wer kann es genau sagen? Natürlich ist es nie gut, mit Giften in der Natur rumzumachen, aber damit ist das Thema hier erstmal in unserer Region jedenfalls vom Tisch. Dann gab es ein riesengroßes Highlight und zwar am Samstag. Die Jugendfeuerwehr Borkheide hat eine große, große Veranstaltung gemacht und dafür haben wir natürlich die Sondersendung gemacht, die ich vorhin schon erwähnt habe. Schaut einfach mal mit drauf und ich glaube, die Jungs freuen sich und die Mädels freuen sich auch, wenn sie ein Like kriegen. Ganz großes Kino war es gewesen, ganze Waldbad hat gequalmt und wie viel Blut dort floss in den Straßen von Borkheide, so kann man es fast sagen. DRK-Rettungskräfte waren im Einsatz, DLRG, SEG, Feuerwehren aus Teltow, RTW und. Richtig coole Veranstaltung gewesen und ja, ich war für den ganzen Tag unterwegs, weil im Moment sind im Land natürlich auch überall Jugendfeiern. Da war ich hier in Borkheide und auch in Dessau. Übrigens, schönen Gruß nach Dessau. Ich grüße euch da auch an die jungen Erwachsenen. Ja, das war nicht alles, was am Samstag war. Was fast ein bisschen untergegangen ist, ist die Saisoneröffnung des Waldbades Borkheide. Die haben ebenfalls am 18.05. ihre Saison eröffnet und zwar ging es da ab 7 Uhr los. Und nun kann es mal so richtig losgehen mit warmem Wetter und Baden gehen und so weiter. Dann gibt es noch eine Information und zwar von der Gaststätte am Waldbad. Die möchten am Samstag, also kommenden Samstag, wieder ihre Dartveranstaltung, ihre beliebte Dartveranstaltung machen. Und zwar geht das ab 19 Uhr los, am 25.05. in der Gaststätte am Waldbad. So, nun kommen wir schon mal zum Sport. Das war ja wohl wieder ein hitziger Sonntag, auch wenn ich selbst nicht dabei war, weil ich auch mal privat verhindert war. Der BSV traf am Sonntag auf den Blau-Weiß Riedel und es gab eine hitzige Schlacht um den vorzeitigen Aufstieg in die nächste Kreisklasse von Borkheide. Also der BSV hat es tatsächlich geschafft, mit 5:3 aufzusteigen. Das heißt, ob sie wirklich aufsteigen, wird sich noch zeigen. Aber jedenfalls sitzen sie fest auf dem zweiten Platz und können bis Saisonende dort nicht mehr runtergeschossen werden. Es war eine große Party dort gewesen. Es gibt nun leider keine Bilder, weil, wie ich schon gesagt habe, war ich nicht dort. Und Matze hatte die Ehre, das Spiel zu begleiten und den Trainer zu interviewen. Ob und wie es ihm gelungen ist, das zeigen wir hier bei dem Versuch eines Interviews. Markus, was war das heute hier? 5:3, wobei es am Anfang ganz schön knapp aussah für Borkheide. Es lief am Anfang gar nicht rund, glaube ich. Aber am Ende hat, glaube ich, die Mannschaft von Redl nicht mehr ganz so funktioniert und hat sich in diversen Einzelaktionen verfangen. So kann man es auch ausdrücken, ja. Ja, wir hatten uns natürlich was anderes vorgenommen. Von Anfang an natürlich viel mehr in die Breite zu spielen und dann halt auch vor allen Dingen den Stürmer, von dem wir wissen, der ist der beste Torschütze in der Liga, dass der halt tatsächlich, dass wir den ausschalten können, das haben wir nicht hingekriegt. Das haben wir nicht geschafft, deswegen hat er auch seine Tore gemacht und auch die gefährlichen Situationen mit eingeleitet. Mussten ein bisschen umstellen bei uns, das war unser Problem. Lukas von Heimann, eigentlich Innenverteidiger sozusagen, dem ging es heute nicht gut, deswegen mussten wir ihn kurz vor dem Spiel wieder rausnehmen erstmal. Konnten ihn glücklicherweise in der zweiten Halbzeit bringen. Hat aber seine Leistung dann gebracht? Ja, super. Also hat dann den Fünfer auch gestellt, endlich, weil das haben die anderen alle nicht geschafft. Und ja, 5:3 ist zu hoch, definitiv, für das, was wir an Leistung gebracht haben heute. Aber ja, Nehmen wir natürlich dankend mit. Und der Gegner hat es uns natürlich auch ein bisschen einfach gemacht mit seinen drei Platzverweisen.
Also da ist natürlich dann haben wir es auch mitgekriegt. Was wir wussten ist, dass der Gegner Probleme kriegt am Ende. Ja? Die kippen jetzt das hier hin. So. Redl hat ja auch zu Hause einen etwas kürzeren Platz. Vizemeister! Ich hab noch gesagt, kein Bier! Kein Bier! Du kommst so da rein. So. Herzlichen Glückwunsch! So, wir brechen das Interview jetzt hier ab. Ich hätte gerne was getrunken davon. Ich hätte das Bier auch gerne. Getrunken. Am Ende war es verdient, 5-3 sozusagen. Wir waren am Ende wirklich die letzte halbe Stunde. Wir waren auch sonst spielbestimmt, aber dann waren wir auch stärker und haben auch die Aktion gehabt und deswegen nehmen wir das halt mit. Heute darf ich nächste Woche Lutze beschütten? Ja, du darfst. muss. Er fehlt ja heute. Also, wie gesagt, herzlichen Glückwunsch erstmal von uns. Ich glaube, die anderen Mannschaften haben noch was dazu getan, dass das alles in Summe passt. Ja. Zweiter Aufsteiger quasi, wenn alles... Erste Saison, neu gegründet, Zweiter. Ja. Und das mit einem großen Abstand zum Dritten. In der Rückrunde noch nichts verloren. Keine Niederlage. Richtig, richtig klasse. Und Zuschauerrekord in der zweiten Kreisklasse. Das haben wir alles schon gehabt. Und wichtig ist, bis zum... Markus, gib dein Aussingse. Ja, ich weg. Glaube, muss weg. Dein Problem ist, Hartmut ist nicht da heute. Hartmut, wir grüßen dich von hier. Sehr schön. Es war ein hartes Spiel, muss ich sagen. Also es hätte auch, also ja, auch bei den Fans muss man sagen, Jungs, ihr müsst nicht alles kommentieren in aller Härte, wie man das so vom Platz kennt. Das macht's nicht besser, auch für einen Schiedsrichter nicht, weil das ist immer nicht ganz so. Na egal. Kam viel von draußen heute auch. Kam viel von draußen, was ich bisher nicht gehört habe. Egal. In Summe, Yvonne. Schönes Spiel, Zweiter. Die warten auf dich. Attacke. Ja, ich muss hin. Tja, dann nochmal ganz herzlichen Glückwunsch an die Jungs vom BSV und natürlich auch an Hartmut und Markus, die Trainer. Ihr habt eine klasse Leistung abgeliefert aus einem losen Haufen von Freizeitkickern und ligaerfahrenen Spielern. Habt ihr eine Mannschaft geformt, die auch große Erfolge auf dem Feld feiern konnte, die gewinnen kann, die traurig ist, wenn sie mal ein Unentschieden spielt und glaube noch trauriger, wenn sie verliert. Ein bisschen haben wir ja noch, es sind noch 3 Spiele offen und am Sonntag, diesen Sonntag ist endlich mal spielfrei. Dort sind auch überall Wahlen und am 2.6. geht es dann weiter mit dem BSV 90. Da gibt es ein Auswärtsspiel gegen Treuenbrietzen und auch die sind nicht gerade zu unterschätzen. Naja, und wie die Jungs feiern können, seht ihr mal kurz hier. So, ihr könnt doch mal Lutze singen. Lutze hebt ein Haus, Lutze hebt ein Haus. Lutze, 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 hebt dein Haus, Lutze, hebt dein Haus, Lutze, hebt dein Haus, Lutze, 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 hebt dein Haus. Ja, coole Geschichte gewesen. So, da gibt's noch mehr Informationen, und zwar die Freizeitmannschaft des Borgheider SV 90 veranstaltet am Donnerstag, den 30.05. ihr zur Tradition gewordenes Fußballturnier auf Kleinfeld. Das ist ja diese Herrentagsfeier und zu diesem Turnier möchten wir euch recht herzlich einladen. Spielort ist Sportplatz Borgheide, Familienfest mit Hüpfenburg. Beginn Donnerstag, 30. Mai um 10 Uhr. Anreise bis 9.30 Uhr. Altersklassen 18. Nach oben offen auch gemischte Mannschaften, Damen und Herren. Spielstärke 1:4 und beliebige Wechselspieler. Spielfeld 25 Meter mal 45 Meter, Kleinfeld, Tore 2 mal 5 Meter. Naturrasenplatz, Modus 2 Staffeln, je bis zu 8 Teams. Ich lese das mal hier fix ab. Maximal 16 Teams, Spielniveau, Kreisklasse, Kreisliga, Freizeitteams. Preise, Pokale für die ersten 4 Teams, Torschützenkönig, bester Spieler. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, Musik kommt aus der Büchse, die Startgebühr beträgt 25 Euro und ist vor Turnierbeginn zu entrichten. Also das Herrentagsturnier ist nichts für Betrunkene, glaube ich. So, dann gibt es noch ein ganz großes Highlight, was ich euch natürlich auch nicht vorenthalten möchte. Und das kommt jetzt so fast zum Schluss. Und zwar kündigt sich das schon so richtig an beim BSV 90. Wieder mal. Die haben ja ganz schön hochgetourt mittlerweile und immer wieder ist es auch Fußball. Am 2.8. spielen die Jungs vom BSV 90 gegen die Mädels von Turbine Potsdam im Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion von Borgheide. Ja, so ist es. Die Mädels von Turbine Potsdam kommen nach Borgheide und wollen den Jungs mal zeigen, wie es so richtig geht. Vielleicht klappt es auch umgedreht. Die Anschlusszeit steht wohl noch nicht fest.
Und logischerweise soll das auch wieder ein riesiges Fußball-Volksfest werden. Also kommt zuhauf und hilft dem BSV gegen so eine Profimannschaft, die der Turbine, den Turbine Potsdam-Mädels mal zu gewinnen. Wir werden mit Sicherheit da sein, weil das können wir uns nicht nehmen lassen. So, jetzt fehlt nur noch das Wetter. Matze bringt uns hoffentlich den Sommer ins Haus, auch wenn es gerade draußen regnet. Matze. Hallo Lutze, hallo Bockheide an der Welt. Zum Schluss das Wetter. Es regnet und das ist gut so. Und vielleicht kommt noch das ein oder andere Gewitter, deswegen aufpassen. Blitzschlag ist gefährlich. Vielleicht dann doch mal den Router rausziehen und mal wieder die Würfel in die Hand nehmen und mal offline spielen. Wetter in der Woche. Das war heute der wärmste Tag am Montag. Es geht dann etwas abwärts bis auf die 18 Grad runter. Bis zum Mittwoch kann auch noch mal regnen. Ab dem Donnerstag klettert es dann langsam wieder nach oben. Vereinzelte Schauer auch am Freitag möglich. Ob hier wieder mal was ankommt, glaube ich eher nicht. Und so werden wir Richtung Wochenende am Sonntag um die 21 Grad haben. Und das Ganze auch ein wenig sonnig. So, das war's in aller Kürze von hier. Eine schöne Woche gewünscht. Tschüss. Ja, okay. Müssen wir noch ein bisschen warten, aber bis zum Wochenende soll es ja wieder wärmer werden. Und Regen brauchen wir tatsächlich dringend. Das war's hier wieder bei Bockheide News TV am Montag. Wie immer hier vor der Kamera, euer Lutze. Bis nächsten Montag. Tschüss.